tiefe Stellung ist natürlich allgemein extrem wichtig, bei jedem Schlag. Aber auch beim Rückhandblock muss man extrem tief stehen, vor allem auch nah am Tisch sein, um auch einen extrem flach abspringenden Ball noch gut blocken zu können. Es ist immer vorteilhaft, wenn man ein bisschen unter den Ball kommt. Da kann man eigentlich am besten den Ball auch noch ausgleichen. Sonst trifft man ihn meistens zu früh oder zu spät, man geht nach hinten. Und mit der tiefen Stellung hat man einfach eine gewisse Grundstabilität. Man muss natürlich auch darauf achten, immer das Gewicht vorne auf den Fußballen zu haben, sich praktisch richtig in den Schlag reinlegen, um ja auch einen gewissen Druck auch im Blocken ausüben zu können.